Das verändert alles. Heute ist bei mir die Anker Solarbank 2 Pro mit Erweiterungsakku angekommen und endlich gibt es eine brauchbare Lösung für Leute wie mich, die keine Elektriker sind oder in irgendeiner Form damit zu tun haben und trotzdem ihr Balkonkraftwerk auf das nächste Level heben wollen. Die Kollegen kommen jeweils mit etwa 21 Kilogramm um die Ecke. Außerdem befindet sich im Lieferumfang ein 5 Meter Schuku AC-Kabel und 4 3 Meter Solarpanel-Verlängerungskabel. Tja, Freunde, was soll ich sagen? Ne? Erster Eindruck, massiv. Und das Versprechen soll sein, dass du innerhalb von 5 Minuten das Ding aufstellen kannst und schon deinen ersten Ertrag produzierst. Neben diesem Versprechen gibt es noch eine 15-jährige Garantie auf die Lebensdauer und eine 10-jährige Herstellergarantie. Versprechen hin und her, Freunde. Das ganze System wird aber erst hierdurch richtig geil. Das geht aber erst zum Schluss. Ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das geilste Gefühl ist es einfach, wenn man neue elektronische Geräte hat und man hat diese Schutzfolie noch drauf. Was für ein geiles Gefühl. Die Anker Solix Solarbank 2 Pro hat 4 MC4 PV-Anschlüsse und auch einen netzgekoppelten Terminal, auf Deutsch eine Steckdose. Meine Konfiguration hat mit dem Erweiterungsakku eine Gesamtkapazität von 3200 Wattstunden. Und jetzt kommt's, du kannst bis zu 5 dieser Erweiterungsakkus anschließen und dir einen Tower mit insgesamt 9600 Wattstunden Kapazität bauen, das ist mal ein Wort. Wenn man wissen möchte, was für Geheimnisse hinter diesem Gerät stecken, dann muss man nichts weiter tun, als diesen QR-Code hier abzuscannen. Das machen wir mal. Direkt schon auf Deutsch. Das finde ich richtig nice. Und guck mal, wie aufgeräumt das ist. Ne? Du hast hier keine tausendseitige Bibel, sondern kannst direkt reinstarten. Das gucke ich mir jetzt erstmal an und dann geht's los. Aber hier fängt schon das erste Problem an. Theoretisch kannst du 5 von diesen Akku-Packs nehmen, plus das hier und dir einen riesigen Tower bauen. Das hier muss da drauf. Aber trotzdem sollte man immer darauf achten, dass der Untergrund eben ist, nicht so wie bei mir. Hier bei dem kleinen Ding geht das noch, aber ich glaube, wenn man ein bisschen in die Höhe arbeitet, dann sollte man schon darauf achten, dass es ein relativ ebener Untergrund ist. Aber wir müssen das mal zusammen basteln. So, den hier raus, das Gummi-Schützding. Flupp. Tja, so sieht das Ganze hier aus. Okay. Hier müssen wir natürlich auch erstmal den Schutz abnehmen. Puh. Ja, das soll es schon gewesen sein. Ey, das sieht doch schon schnittig aus, muss man sagen. Aber von der Optik, geil. Im nächsten Schritt schließe ich ein 350 Watt Faltpanel an, um zu testen, ob meine Ingenieurskünste funktionieren und ich die komplexe Anlage richtig angeschlossen habe. Ja, die ganze Akkuanlage teste ich erstmal mit meinem 350 Watt Solarpanel. Das schließe ich erstmal an, schaue, ob alles funktioniert, bevor ich mich dann noch in mehr Details verliere. Aber ich denke mal, mit so einem 350 Watt Panel kann man erstmal schauen, wie das mit der Leistung aussieht. Um die absolute Kontrolle zu haben, lade ich mir noch schnell die Anker-App herunter und erstelle mir ein Nutzerprofil. Damit habe ich uneingeschränkte Kontrolle über das System und kann jetzt entspannt ein Firmware-Update ziehen und meine Arbeit bewundern. Grüße gehen raus an den Speditionsfahrer, der die Platten bis an die Haustür getragen hat, ist er auf der Überwachungskamera wirklich witzig aus. Was wir jetzt hier haben, sind 4 bifaziale 435 Watt PV-Paneele, die im Doppelpack von Anker kommen. Die Kartons sind wirklich riesig und ich kann es kaum erwarten zu sehen, ob die Platten heil geblieben sind. Die Montageanleitung gibt es wieder per QR-Code, nur diesmal führt sie mich auf die Produktseite. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Egal, die 3 Aluprofile bekommt man auch so zusammengeschraubt. Denn das passende Werkzeug wird direkt mitgeliefert. Also ich muss wirklich sagen, die Platte sieht wunderschön aus. Also von der Optik her krass, auch die Verarbeitung sehr, sehr, sehr gut, fühlt sich gut an und fühlt sich sehr, sehr stabil und wertig an. Auch die Oberfläche.
boah, tipptopp. Wenn ich mal daran denke, was mein erstes Video war, wo ich die 300 Watt Solarplatte hatte, was sich in diesen ganzen Jahren getan hat, bis zu diesem Punkt hier, ist Wahnsinn in der Technik. Krass. Kommen wir als nächstes zur App und hier zeige ich euch meine wichtigsten Daten. Grafisch super schön, im oberen Bereich der aktuelle In- und Output der Anlage in Echtzeit. Anschließend geht es weiter zur Übersicht. Hier findest du die Tages- und Verlaufshistorien. Du kannst dabei ganz einfach Ertrag, Abgabe und Speicherung im Überblick sehen, alle wichtigen Daten und Fakten bis hin zur Einsparung des aktuellen Strompreises anhand deines Tarifs. Jetzt geht's weiter mit der Modusauswahl und der eigentlichen Stärke der Anlage. Hier hast du drei Auswahlmöglichkeiten. Erstens AI-Eigenverbrauch. Hier benötigt man den Smart Meter, um den Verbrauch genau zu steuern und nur das einzuspeisen, was man auch wirklich verbraucht. Im benutzerdefinierten Modus hast du die Möglichkeit, freie Zeiten einzustellen. Du kannst bis auf den Wochentag genau festlegen, was du wann verbrauchen willst. Standardmäßig ist dieser Modus auf 200 Watt eingestellt. Ja, in meinem Fall seht ihr, was ich gemacht habe. 150 Watt sind bei mir erstmal ausreichend. Und last but not least, intelligenter Steckermodus. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um einen Modus, der speziell die intelligenten Stecker von Anker betrifft. Ähnlich wie beim Smart Meter kommunizieren die Stecker mit der Solarbank und beziehen genau das, was die angeschlossenen Geräte wirklich verbrauchen. Alles in allem eine wirklich runde Sache, aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist das Smart Meter in diesem Fall der absolute Hammer und macht dieses System erst richtig komplett. Tja, Freunde, hier ist der sogenannte Smart Meter und kann auch im Haus bei einem digitalen Stromzähler, der sich nicht rückwärts dreht, richtig Energie einsparen. Wenn ihr sehen wollt, wie das ein Elektriker einbaut, dann schreibt die gerne was in die Kommentare, denn da begebe ich mich nicht dran. Das ist mir zu gefährlich. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen, wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!